Weil das, was wir machen, ist ja nicht nur hier präsent, sondern in sehr, sehr vielen Städten Deutschlands. An dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank an die Streamer, an die, sagen wir mal, offiziellen oder auch an die inoffiziellen, die die Botschaft von hier entsprechend weitertragen. Und deshalb geht das natürlich auch in beide Richtungen. Und deshalb freue ich mich jetzt, ja, Wolfgang Greulich begrüßen zu dürfen, der speziell für diesen Anlass und speziell für Olaf und Helmut entsprechend eine Frage. Grußbotschaft gesendet. Wo sind die Kamelle? So, und jetzt hoffen wir gleich, dass die Technik hier funktioniert. Wir gehen jetzt auf die wilde Zeit drauf zu. Und dann hätte ich mich eigentlich tatsächlich auch gefreut, wenn beim offenen Mikro die ganzen Störer und Brüller und Intellektuellen, da sagen wir mal, vielleicht Bedenklichen, hier mal was gesagt hätten. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir hier eine Diskussion hätten anstoßen können, aber der Platz da hinten ist leider schon leer. Was Geld ist, Alter, die sind schon wieder zu Hause. Nee, da hat einer gefragt, wo sind die Kamelle? Und dann kamen die nicht und dann sind sie gegangen. Ja. Nee, wir haben es ja auch versucht mit denen. Schau mal, lieber. Die Frage, wo sind die Kamelle? Wir sind immer ganz aggressiv geworden und böse. Wir haben uns so dämonisiert. Das ist meine Kamelle. Nachmittag in Bückeburg. Ich begrüße euch und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit ergreifen kann, ein paar Worte an euch zu richten für eure Demo heute. Eure Demo steht unter dem Motto ein Jahr Polizei. Ja, passt sogar. Ich glaube, der Tag ist es wert, dass wir diesem Tag noch ein größeres Motto geben und uns darauf besinnen, wie armselig doch unser Land wäre, wenn es euch alle nicht geben würde. Seit 2,5 Jahren gehen wir auf die Straße, sind wir gemeinsam auf der Straße, vor allem gerade auch da in Bückeburg. Ich war ja letztes Jahr bei euch oben und ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, bewusst werden und auch bewusst bleiben, was wir alles erreicht haben und wo die Reise hingeht. Das alte System hat fertig, wir haben das in die Wege geleitet. Wir werden neue Dinge bekommen, wir haben das in die Wege geleitet. Wir sind 2,5 Jahre lang für die Wahrheit auf die Straße gegangen, wir haben uns beschimpfen lassen, wir haben uns diskreditieren lassen, wir haben uns diffamieren lassen. Aber eines haben wir uns nicht lassen, wir haben uns nicht in die Knie zwingen lassen. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, der Wahrheit ans Licht zu verhelfen. Und genau das ist uns gelungen. Schaut man sich in der ganzen Welt um, dann stellt man fest, Deutschland hinkt hinterher. In allen Ländern dieser Welt gehen die ersten Strafverfahren los, Strafprozesse, werden Politiker angeklagt, werden Ärzte angeklagt und kommt die Wahrheit ans Licht. Ärzte, die zensiert worden sind, bekommen Recht gesprochen und auch in Deutschland werden wir uns diesem Punkt immer weiter nähern. Sie können es nicht mehr lange vertuschen. Auch in Deutschland wird es beginnen. Die Aufarbeitung ist dringend notwendig. Und wenn es dazu kommt, dann schau in den Spiegel und dann stell dir fest, ich habe dazu beigetragen. Und es wird eine gute Welt werden, die da kommt. Es wird noch wahrscheinlich noch ein wenig dauern, aber es wird eine gute Welt werden. Und wir haben alle dazu beigetragen. Wir haben 2,5 Jahre lang uns selber zum Teil vernachlässigt, unsere Familien vernachlässigt. Viel Arbeit ist liegen geblieben und den Stein haben wir ins Rollen gebracht. Und er rollt wunderbar, immer weiter und weiter. Es schiebt immer mehr, auch noch mit allen. Ich glaube persönlich, es braucht nicht mehr ganz die Energie wie die letzten 2,5 Jahre.
Wollt ihr die andere Seite noch mal haben? Ja. Hier? Ist auch noch eine. Danke dir. Das ist so nett, wenn die drüben nicht gewesen. Bitte? So nee, nett, ne? Wenn die drüben nicht gewesen. Nee, das sind doch auch hier, ne? Das ist immer nett. Wir sind lieb. Ja, siehst du doch. Ja, auf das Thema mit Nord Stream Pipeline. Das kann ich ja noch machen. Ja, guck mal nochmal. Ist die Musik auch? Ja, ich denke, das aber danke schön, dass Sie da sind. Ja. Ich gebe die weiter. Ich gebe mal zu Ihnen. Gegen gespendet. Ja. Ich hatte auch die, Sie hatten ja auch mal ja, ja, ich Polizeigewalt. Ja, hatte ich auch. Ich habe das alles. Sie ja mal, auch mal. Ja, aber das. Ich habe ja letztes Mal vergessen, Sie zu sagen. Ja, macht nichts. Also, dann hätten Sie ja auch alles, mal da oben mal. Ja, aber gut, das sind so viele Fälle. Ich bin bei einigen Verhandlungen gewesen. Kein Recht. Die Richter knicken alle ein. Zuerst denkst du, okay, die sind in Ordnung. Und dann zum Ende hin fallen sie alle um. Sie dürfen nicht anders. Wir sehen uns. Hast du das Video gesehen von uns? Ja, ja, habe ich. War lustig, ne? Ey, wir haben Spaß gehabt. Mit viel Liebe, mit viel Herzenswärme, mit guter Energie in diese Welt tragen, in unsere Begegnungen, in unser Tun, in unser Wirken und in unser Schaffen. Und ich freue mich, dass es uns alle gibt. Ich auch. Ich freue mich, dass es euch alle gibt. Ich auch. Ich bedanke mich ausdrücklich bei euch, so, danke, dass ihr euch 2,5 Jahre lang jetzt schon für die Wahrheit ins Licht gestellt habt und dass ihr Tag für Tag mit daran wirkt, dass in dieser Welt viel, viel Licht zum Scheinen kommt, viel Gutes geschehen, viel Altes verschwinden wird und ja, die sind so weg hier. Guck mal. Dass etwas mehr Liebe, etwas mehr Glück, etwas mehr Glückseligkeit mit in diese Welt kommt. In dem Sinne, ich wünsche euch heute eine wunderbare Demo mit guten Reden, mit guter Energie. Nehmt euch in Arm, umarmt euch, denn so wie das der Walter Weber so schön gesagt hat, 12 Umarmungen am Tag und der Mensch bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen tollen Samstag, ein tolles Wochenende. Nehmt euch auch Zeit für euch, für eure Liebsten, für eure Familien und gebt immer noch ein wenig mir Bernhard. In dem Sinne, schönes Wochenende und bye bye. Und hat er nicht recht? Hat er nicht wirklich recht in diesen 2,5 Jahren, in denen wir nur wirklich viel, viel Unangenehmes erlebt haben, in denen wir letztendlich überhaupt eine solche Thematik zum Thema Polizeigewalt wie heute vor einem Jahr thematisieren müssen? Dürfen wir das Gute nicht vergessen, weil wir wären alle nicht zusammen hier und ich kann nur zumindest von meiner Warte aus sagen, ich kannte früher schon wirklich viele Menschen, aber wie viele liebe, nette, intelligente, hilfsbereite, völlig selbstlose Menschen ich in diesen letzten 2,5 Jahren kennengelernt hätte oder vielleicht nicht kennengelernt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Und das war einfach der großartige Anteil an diesem wirklich schlechten Teil, den wir in den letzten 2,5 Jahren erleben müssen. Und ich denke, wie hat er richtig gesagt, umarmt euch, beklatscht euch, es ist schön, dass ihr da seid, es ist schön, dass es euch gibt. Und jetzt wollen wir natürlich auch, guck mal, da geht einer mit gutem Beispiel voran, so muss das sein, umarmt euch. Hey, wie schön. Hey, und wenn es auch nur eine Umarmung ist, wenn es auch 20 sind, hey. Ich glaube, jede Umarmung. Komm her, hier, wir beide auch hier. Wir dürfen das. Nicht nur eine gute Energie zu bringen. Da passt keine kein Blatt Papier zwischen. Ja, genau, wir dürfen das. Weil wir gibt es so gute Männer. Ja, eben. Obwohl, ich war eben bei deiner Frau, war ich eben. Dafür aber anständig, wohlgemerkt. Ja. Das sagen sie alle. Ja, ja.